Ich will heute euch den sogenannten Rückstich zeigen. Bin jetzt sehr nah dran gezoomt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. So, schon besser. Und zwar, ich bin jetzt unten. Ich muss wieder neu reinstechen. Und zwar ist es beim Rückstich so, dass ihr an der anderen Seite reinstecht. Und zwar da. In der Rundung andere Seite reinstechen. Da. So. Dann nimmt ihr eine Perle auf. Und stecht da rein. Also zu der anderen Perle hin, die ihr schon gestickt habt. So. Das ist schon das Hexenwerk eigentlich. Es geht ja jetzt weiter. Ihr stecht wieder ganz außen in den Kreis. Da. Jetzt hat sich der Faden verhuddelt. Moment. Wieder so Vorführungseffekt, ne? Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir es. Also ich habe wieder ganz außen in den Kreis eingestochen und habe durchgezogen. Jetzt nehme ich wieder eine Perle und steche da drüben wieder rein. Wieder zu der Perle hin, die ich schon gestickt habe. Ziehe es unten wieder durch. Wenn es denn mit dem Faden klappt. Ich weiß, langes Fädchen, faules Mädchen. Ich bin faul, ich gebe es zu. So, jetzt ist sie drauf. Ich zeig's euch nochmal. Entschuldigung, dass es so wackelt, ich bin halt einfach nah dran. Ich steche wieder ganz außen in den Kreis rein. Ziehe durch, mal langsam durchziehen, nicht, dass der Faden wieder verbubbelt. Nimm eine Perle auf. Und geh da wieder rein. Zu der Perle hin, ihr habt es jetzt gerade gesehen, ich nehme es nochmal raus. Hier bin ich jetzt reingestochen, außen am Kreis, wo noch nichts ist, ihr seht es ja. Und steche dann zu der schon gestickten Perle an den Außenkreis wieder rein. Das ist der Rückstich. Es ist kein Hexenwerk. Ihr müsst ihn nicht machen. Es ist eine Empfehlung von mir, ganz einfach, weil die Perlen einfach fester sitzen. Es ist halt wesentlich fester. Also, wenn man das so macht, wie ich es vorher gemacht habe, waren die wesentlich loser. Höchstens, man hat den Faden doppelt genommen. Kann man auch machen. Jetzt muss ich mal gucken, welche 7. Ich weiß es nämlich noch nicht auswendig, weil ich immer wieder was anderes mache. Der einzigste Nachteil, wie gesagt, finde ich persönlich, ist, du brauchst sehr viel Faden. Weil du durch den Rückstich halt einfach mehr Faden brauchst. Und außen wieder rein. Zack.
Jetzt weiß ich nicht, welche Nummer das ist. 17. 17. Wo habe ich die denn? Ist das 17, ne? Ne. Wartet mal, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. 12? 12. Ja, 12. Da ist 12. So. Ich kann es jetzt euch auch auf der anderen Seite zeigen, wie das Ganze dann auch auszusehen hat. Machen wir gleich. Und wieder außen rein. So. Drehe ich das Ganze mal um. Das Ganze sieht so aus. Wenn man den Rückstich jetzt zum Beispiel nicht macht, sieht es so aus. Und dadurch, da siehst du es richtig. Wartet mal. So ist dann der Rückstich. Es hält halt einfach wesentlich besser. Ich würde nichts anderes mehr machen. Ich werde auch bei Rundstückbildern nichts anderes mehr machen. Wartet. Ja. Weil für mich gibt's, es ist das ultimative System für mich. Das ist super, das sieht sauber aus, die Perlen legen sich sauber hin mit dem Rückstich. Ich finde es klasse. Ich bin froh, dass ich das gefunden habe bei einer anderen YouTuberin. Das war echt eine super Idee. Nie wieder anders. Hoppla. Zeig's jetzt noch zwei, dreimal und dann müsste es eigentlich im Endeffekt klar sein, wie es funktioniert. Also nochmal da einstehen. Ans Außen im Kreis. Perle nehmen. Und zu der Perle, die ihr schon gestickt habt, an den Außenkreis rein wieder. Wenn ihr keinen Knoten macht, so jetzt. Und wieder außen rein. Perle aufnehmen. Und wieder zur Perle hin in den Außenkreis reinstechen und durchziehen. Es ist eine tolle Sache. Wie gesagt, nichts an, nie wieder was anderes. Es macht schon wieder so Laune, dass ich ein bisschen schon wieder dranbleiben würde. Aber ich würde das Diamond Painting gern fertig machen.
Ich glaube, man sieht es bei dem Video jetzt ganz gut, wie es geht. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollte, fragt. Das ist kein Problem. Der Kanal ist für solche Sachen da. Wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, was ihr nicht versteht oder blickt oder keine Ahnung, dann mache ich ein Video drüber. Das ist jetzt auch ein Wunsch von einer Abonnentin, dass ich ihr den Rückstich zeige. Das ist absolut kein Problem. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was. Ich glaube, es ist 14. 14. Ich mache euch gern Videos, wenn es euch hilft. So. Und das Ganze wieder von vorne. Man sticht wieder ganz außen ein. Und dann nimmt man, ich glaube, es ist die 7. Ja. Wieder eine Perle auf. Und sticht wieder zu der Perle, die ihr gestickt habt, wieder hin. Also da rein. Zack. Das ist der Rückstich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und viel Spaß vor allem beim Perlensticken, beim Diamond Painting, beim Kreuzchen, je nachdem, was ihr macht. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Videoanfragen habt oder Fragen habt, was ich euch nochmal zeigen soll, dann sagt Bescheid. Ich bin für alles offen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.